mein Gore-Freunde, willkommen zu einer weiteren Runde Minigore Forever Stranded Last Souls mit dem Timo, derjenige wäre ich. Guten Tag. In der letzten Folge haben wir die Vorbereitung getroffen, um mir diesen Tank von Nether Utilities zu craften. Und jetzt haben wir alles dafür. Deswegen würde ich sagen, craften wir mal. Wobei es sich ein ganz minimales, ertäuscher dachte. Bin ich eigentlich bescheuert? Dankeschön. Ich hätte nur 6 gebraucht. Wir brauchen nämlich noch Sand. Wir brauchen 4 Glas, ne? Und wir haben derzeit kein Glas. Das bedeutet, wir dürfen nochmal Sand durchschmettern. Jeha! Ich mache auch einfach gleich mal den ganzen Sand hier. Dann. Schneller, was ich übrigens ganz gut finde, dass man die Herzen jetzt hier. Das ist doch ganz nett. Ganz nett, ne? Genau. Gut. Das bedeutet, wir dürfen warten. Ne? Genau. Kann jetzt, die Chance nutze ich mal kurz und sortiere mein Inventar. So ein Stück weit. 1, 2 Eisen brauchen wir nur noch. Nicht mal, oder? Moment. Nee, nicht mal. Gut. Kann ich eins noch weglegen. So. Dann kann ich die Bone Pickaxe eigentlich wegwerfen. Welches Level ist denn die Iron? Ja, die ist kein Dame. Äpfel essen kann man eigentlich auch zum größten Teil mal wegschmeißen. Das brauchen wir derzeit nicht. Den Wodenhammer brauchen wir auch nicht mehr. Die Flint Pickaxe brauchen wir auch nicht. Das könnten wir sogar noch gebrauchen. Cycle. Ja. Gott, da haben wir das Glas. So, dann können wir den jetzt aber auch craften. So. Damit haben wir das. Und jetzt kommen wir halt aus. Du jetzt. Stil Excel, ein Turntable. Oder noch ein Tank. Was ist ein Turntable? Turntable. Ein Turntable. Betterwitz Mods. Was bringt der denn? Place on top of working Excel, then place the block of use to change on top of the turntable. Kapier ich nicht. Alter, wer hat man in den Tat durchgemischt? Das darf doch auch nicht wahr sein, na gut. Na gut, aber auch egal. Ich würde sagen, wir nehmen Loot Chests. Kann immer was Nützliches rauskommen und der Tank. Den würde ich jetzt mal. Weil den müsste ich haben. Genau. Gut. Loot Chest. Diamond Block. Nice. Diamonds. Nice. Und Fertilposen. Cause plants to grow. Grow. Alles klar. Also Diamanten nehme ich gerne. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Diamanten ist doch. Ja. Kann man nehmen. Ne? So. Nächste Quest. Was gibt's da denn? Portal Home. Ein Obelisk. Was ist ein Obelisk? Ja, gebrochen hat, das ist. Hä, da ist das doch gar nicht. Da ist ein Stone Slip, Stone Slip, das ist doch gar nicht. Das ist doch gar nicht mehr so teuer. Ich hab doch gar eigentlich gut. Alles muss man doch kurz Stone Slips machen. Sollte an sich keine Probleme sein. Dann brauche ich 2 Eisen. So.
Dann brauche ich einen Gott oder Farbstoff. Oder Farbstoff. Oder Farbstoff. Hat da. Flowell Pet Power. Das ist genauso Schießtrick. Mir fehlt ein verdammter roter Farbstoff. Oh, oder Farbstoff. Wusste gar nicht, dass ich ihn hab. Ach, okay. Da ich ja nicht brauche. Aber gut, dann auf jeden Fall der Fälle. Da kann echt praktisch sein. Na gut, was haben wir denn da? Wir könnten uns zwei Enderperlen komplett Giant Chunks Cube Block of Eye und wir kriegen uns oder Wurf und Experience. Und ich bin tatsächlich für die Enderperlen. Ich glaube, die könnten noch ganz nützlich werden. Jetzt im Verlauf. So, zum Beispiel hierfür. Da würde ich mich erstmal nicht ranmachen. Das ist für mich so extra life. Das ist auch immer noch so. Ich würde mich tatsächlich erstmal hier dran machen. Wie? Porzellanmelter. Okay. Porzellanmelter. Porzellanmelter. So. Porzellanbricks. Ich glaube, ich nehme das hier, weil das darum Porzellan zusammen kleinster Verbrauch ist. Seitdem haben wir ja noch Clay. Wie mache ich Porzellan noch mal mit Nether Quartz oder wie mache ich das? Nicht, ich brauche das. Das Nether Quartz brauche ich oder bauen wir?
Ne, sag Quarz. Hier, ne? So. Und dafür würde ich jetzt tatsächlich auch mal. Hatte ich nicht Kohle? Oder bin ich gerade schon wieder auf dem Holzweg? Ich hatte keine Kohle. Gut. Würde ich da jetzt ein bisschen was an Holz nachlegen. Weil wir haben hier. Weil wir jetzt eigentlich auch erst die normale Werkbank hier abbauen können, weil sonst kann man daraus nochmal irgendwas Besseres. Besseres craften, analog craften, ja, das ist natürlich im Alter. Wie viel kann man daraus craften? So. Okay, gut. Gibt's hier ein Crafting Table und ein Stick? Crafting Table und ein Stick gibt es tatsächlich. Brauche ich dann halt nur ein Schild. Und das ist jetzt auch nicht gerade die schwerste Übung, meine Damen und Herren. Postkunde 1. So. Ist nicht die schwerste Übung. Ach ja, stimmt. Doch, ist die schwerste Übung. Dark Oak Plank Siding. Ah ja, da war ja was. Ne? Da war ja was. Okay, damit hat sich das vorerst doch erledigt und ich kann den Crafting Table verbrennen. So, nice, 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 nice. Dann brauche ich halt noch mal 5 Glas. Habe ich sogar Perfecto Mundo. Dann brauche ich Melter. War der das? Ja, der war das. So, da brauche ich das Ding und das dann nochmal. Da brauche ich dieses Ding, dann haben wir dieses, dann haben wir dieses. So, genau. Dann haben wir das, dann brauche ich einen Porzellan-Heater. Dann stimmen wir mal vor, das ist natürlich jetzt nicht so, aber. Ah, stimmt, Nether Furnace, Nether Furnace. Ja, gut. Nether Bricks. Aha. Cross Nether Brick. Nether. Nether Brick. Nether Brick Farmen, deine Welt ist schön. Dankeschön. So. Genau so. Erstmal brauche ich noch ein Netherrack Furnace. Ne? Will ich auch nochmal aufstellen, damit das ein bisschen schneller geht. So. Und so. Ne, hä? Moment mal. Momentchen, Momentchen, haben die nicht, dass sie das Rezept auch geändert haben. Netherbricks. Und Netherbricks bekomme ich, indem ich. Craften ist natürlich. Smelting aus Nether Sludge. Nether Sludge kriege ich im Cauldron. Durch Hellfire Dust und Potash.
Ist es ein Scherz? Es ist doch ein Scherz. Also, meine Damen und Herren, das ist offiziell ein Scherz. Na gut, dann muss diese Challenge halt noch ein bisschen warten. Diese Quest. Was ist denn das hier? Guck, die hat erstmal als dies genauso. Na gut. Wollen wir erst also zu jeder Kompress übergehen, würde ich jetzt mal sagen, dass wir da so ein bisschen weiterkommen. Wir brauchen einen Iron Hammer. Das ist überhaupt keine Probleme. Das haben wir in Nukoma nix gemacht, wenn ich mal Eisen hätte. Ne? Iron, Eisen, Kapitsch. Kapitsch. Hä? Brauche ich noch ein Eisen? Oder bin ich gerade wieder zu beschränkt? Beschränkt. Hä? Ein Iron Hammer. Hä? Iron Hammer. Achso, ich brauche ein Stück mehr. Damit hätten wir das. Und damit könnten wir uns jetzt hier eine der Sachen hier claimen. Ich bin für den Superium Apple. Ich glaube, da kann man nämlich noch ganz nützlich werden. So. Dann nehmen wir das. Dann brauche ich außerdem einen Diamond Hammer. Und den habe ich vorhin. Und der ist natürlich auch kein Problemchen für einen Profi-Minecrafter wie mich, ne? Diamond Hammer. Darf ich jetzt bitte mal erfahren, was das ist? Also, ach so, eigentlich gehe ich davon aus, dass ich ihn schon hätte, wenn ich auf. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, dass wir den uns. Ich würde erstmal meinen Stack davon geben, aber eigentlich hätte ich es ja. Das hatte ich jetzt. Ja, ich jetzt auf jeden Fall. Ich hätte es auf. Jeden Fall. Ja, genau. X-Ray Query Mob Ingredient. Dann nochmal das Ding. So. Stick ist an sich egal. Ja, ne. Gut, dann brauche ich natürlich einen Diamanten und ein Iron Ingot, was ich auch beidesamt habe. Ich brauche zwei Stück davon. Das heißt, zwei. Ich brauche zwei Diamanten. Zwei Iron. Und zwei von diesen Dingern hier. Ne? Genau, und dann. Ah, stimmt, die muss ich ja natürlich erstmal craften, ne? Ja, komm. Hä? Gerade nicht so kurz kopiert.
Okay. Ja, dann. Ein Kabelgenerator T2. Das finde ich ja. Das ist was. Das ist gut. Das ist Weltklasse. Würde ich das hier alles bei umstationieren in die Storage Crate? So. So, dann kann ich die Kiste hier abbauen und die hier oben drauf stellen und ich bin aus Stockkopf. Ich war gerade auch ein Schlaukopf, ne? So. So, das ist doch schon mal sympathisch. So, genau, dann hätten wir jetzt hier noch, und die Folge ist schon wieder so weit fortgeschritten, ich glaub's nicht. Bräuchten wir jetzt das Compression, den Ultimate Compress Hammer. Ist aber eine andere Geschichte. Ich hoffe, euch hat die Folge so weit jetzt gefallen. Lasst eine positive Bewertung da. Und damit, ciao.